So Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Pokémon Omega Rubin. Im letzten Part sind wir hier stehen geblieben, beziehungsweise in Malvenfrost City stehen geblieben. Aber ich dachte mir, komm Matt, den Weg kannst du auch offscreen machen. Und ja, wir fahren jetzt mit der Seilbahn mal ein bisschen durch die Gegend und gucken mal, wie der Ausblick so ist. Ich fand das damals schon irgendwie voll krass, aber ich frage mich jetzt gerade ernsthaft, wie der Ausblick hier so ist. Also bisher wird ja nicht wirklich viel gezeigt. Das ist jetzt nur so... Oder war es das jetzt? Sag mir jetzt nicht, das war's. Ich dachte, jetzt kommt was voll krasses. Ey, nee. Und dabei dachte ich, da kommt jetzt wirklich was voll krasses. Wie langweilig, ey. Okay, Silver ist vergiftet von einem Trainerkampf, den ich kurz vorher bestritten habe, was ziemlich dumm war irgendwie. Aber der Trainer hat mich halt gesehen und... Ja, was soll ich da tun, ne? Scheiße, dass man das nicht so auswählen kann, ob man das will oder nicht, ne? Ein bisschen, ja. Gut, auf jeden Fall gehen wir jetzt hier raus und was sehen wir hier? Schlotberg. Gut, ein paar Pfiffiens. Interessant. Und wir benutzen einfach das... Nee, nix Fahrrad. Das zerstört die Stimmung ein bisschen, ne? Okay, ein Pfiffien gegen drei. Verflixt, Mensch. Geht mir das alles auf den Zeiger. Los, ihr Blindgänger! Ja, einfach mal ganz dezent umgehen. Und da ist der erste Trainer. Gut. Was werden wir jetzt machen? Werden wir Melek nach vorne tun oder Darky? Ich weiß nicht. Melek müsste noch ein bisschen trainiert werden. Tommy erst recht. Aber ich glaube, wir lassen das jetzt mal bei Melek kurz. Wenn jetzt ein Kamaup kommt, dann weiß ich einfach auch nicht. Wir von Team Magma geben unser Bestes für das Wohl aller. Mehr Land bedeutet schließlich auch mehr Platz zum Leben und jeder wäre glücklich. Ja, definitiv. Aber was ist schön, ich mag schwimmen. Jetzt nicht in der Schule, aber sonst mag ich schwimmen, ja, doch. Gut, Pfiffien ist das erste Pokémon, ein Unnicht-Pokémon kennen wir ja bereits. Dieses typische, ja, Rivalen-Organisations-Pokémon. Und ich würde sagen, wir setzen jetzt einfach mal Elektroball ein, sind 4 Level über diesem Pokémon. Und es müsste One-Hit draufgehen. Perfekt. Gut, haben wir geschafft. Melek bekommt ein bisschen Erfahrungspunkte. Und Smogon kommt als nächstes. Gut, Smogon ist ein bisschen stärker. Erste Generation Vorentwicklung von Smogmog. Und ich würde sagen, wir setzen jetzt einfach mal wieder Elektroball ein. Und schauen dann mal, ob diese Methanbombe da drauf... Ja, doch. Geht drauf. Perfekt. Habe ich eigentlich die Zeit jetzt angehalten? Ich wollte ja jetzt ein bisschen gucken, wie lange ich immer aufnehme, weil bei mir eskaliert das, glaube ich, so ein bisschen mit den Aufnahmezeiten. Ja, so ein bisschen. Ja, ich habe die Zeit nicht hier gestoppt. Also, hab nicht laufen lassen, nicht die Zeit. Das war richtig geiles Deutsch. Gut. Ohoho, da bist du ja. Du bist mir doch schon bei den Meteorenfällen in die Quere gekommen. Sag bloß, du willst uns schon wieder die Suppe versalzen. Weißt du eigentlich, wie unglaublich, unendlich, unheimlich, unfassbar, ja, ausgesprochen, außerordentlich, unverhältnismäßig, Alter, könntest du mal bitte aufhören? Und im extremen Maße... Nervig, du bist, Kindchen! Ich werde dich zerquetschen. Du durchkreuzt unsere Pläne kein zweites Mal. Boah, wie sieht der Typ denn aus? Was war das denn für ein Gesicht, Alter? Da kriege ich Angst, ey. So, Kalle. Ey, ich glaube, Kalle war mal ein bisschen dünner damals, ne? Kalle sah damals, glaube ich, echt gut aus. Die haben das echt vermasselt. Der sah richtig stylisch aus hier in dem Spiel. Die haben das echt richtig vermasselt. Finde ich ziemlich schade. Der sah damals richtig cool aus, kein Scheiß. Also ich habe den damals richtig gemocht irgendwie. Also vom Style her. Und wenn ich es nicht vergesse, was ich definitiv tue, dann tue ich das mal in den Dings hier ins Bild. Ne, werde ich eh nicht tun, ne. Leute, werde ich eh nicht tun, vergisst es. Vergesst es, nicht vergisst es, vergesst es. Das ist alles wegen diesem Geruch von diesem Pokémon, ne? Ja, Smogon. Riecht nur nach 14. Geht gar nicht. So, Kamaup ist das nächste Pokémon. Ich würde sagen, Silver... Ja, komm, Silver geht rein und dann Laubklinge, ne? Ist ja auch zum Teil Boden-Pokémon. Deswegen kann es gut sein, dass wir das shoppen, ja. Ich glaube, ich mache in diesem Part noch die Arena. Ja, ich mache in diesem Part noch die Arena. Komm, Laubklinge! Verdammt. Feuersturm. Ist das dein Ernst? Silver, mein Pokémon. Laubklinge, komm. Und Kamaup wurde besiegt.
Ein Halleluja dafür. Gut, Kalle wurde besiegt. Schon wieder. Ja, ist scheiße gelaufen, ne, Fettsack. Ich muss zugeben, dass du und dein Team wirklich sehr stark seid, aber all deine Bemühungen sind zwecklos. Der Boss ist bereits im Besitz des Meteoriten, den wir vom Professor Dingsbums erhalten haben. Wo unser Boss steckt, willst du wissen? Der ist gleich dort hinten. Wenn du unbedingt eine Abreibung willst, werde ich dich nicht davon abhalten. Ja. Gut, also das sieht definitiv geil aus. Ja, das sieht definitiv richtig geil aus. Da ist ein Item. Das hätte ich gar nicht gesehen. Nicht auszudenken, was geschehe, wenn man die Energie, die im Kern des Planeten ruht, mit der des Meteoriten verbinden würde. Dieser unbeugsame Wille, der mir aus deinen Augen entgegenblickt. Aber ja, du bist doch diejenige, die uns im Ozeanmuseum von Graffiport City einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Dass du dich bis hierher vorgekämpft hast, bedeutet dann wohl, dass du Kalle bezwungen hast. Ich hatte so ein Gefühl, dass Ärger im Anmarsch ist. Du warst das also. Alle Achtung. Gut, dann möchte ich dir auch heute wieder etwas Wichtiges auf den Weg geben. Vor Jahrtausenden machte sich ein besonderes Wesen die gewaltige Energie, die im Inneren unseres Planeten schlummerte, zunutze, um die Landmassen, die wir unser Zuhause nennen, aus dem Nichts zu erschaffen. Diese Kraft, nach der wir streben und mit der es uns möglich sein wird, die Landmassen auszuweiten, wohnt einem urzeitlichen legendären Pokémon inne. Dieses Pokémon hat jedoch die Quelle seiner Kraft verloren und ist in einen tiefen Schlaf gefallen. Du willst sicher wissen, wie man jenes Pokémon aus dem Schlaf erwecken kann. Ja, wieso nicht, ne? Nun, unsere Nachforschungen haben uns schließlich zum Schlotberg geführt. Genauer gesagt zu diesen Meteoriten hier. Denn unter den richtigen Voraussetzungen sollte es möglich sein, die Eigenschaften dieses besonderen Steines derart zu verändern, dass dieser zu einem Megastein oder gar zu einem Schlüsselstein wird. Wir befinden uns hier außerdem auf dem Schlotberg. Das bedeutet, dass... Meine Stimme geht langsam flöten. Aha, ich verrate dir besser nicht zu viel. Genug der Belehrung. Die Stunde der Säuberung ist angebrochen. Wie du dich sicher noch erinnern kannst, hatte ich dich im Museum von Graffiport City eindringlich gewarnt, dass ich kein Erbarmen mit dir zeigen würde, wenn du dich uns erneut in den Weg stellst. Daher werde ich dir nun ein jähes Ende bereiten. Du darfst dich geehrt fühlen. Aha, ist klar, ne? Kumpel, du bist ein richtiger Lauch, ey. Vor dir habe ich jetzt nicht wirklich Schiss. Ich meine, guckt euch den Typen mal an. Der ist jetzt nicht so bedrohlich. Also, ich finde Mark... Adrian. Da definitiv ein bisschen bedrohlicher, ja. So, Melek, rein mit dir. Und Melek, boah, diese Musik, ne? Melek, normaler Angriff sinkt, ist kein Problem, weil wir Elektroball einsetzen und wir wahrscheinlich schneller sind, aber das Ding hat wahrscheinlich auch eine ziemlich hohe Initiative. Gut, zieht anscheinend nicht so viel ab, wie ich dachte. Angeberei. Wir können theoretisch jetzt Funkensprung einsetzen, weil das hochgegangen ist von den Werten her, aber wir belassen es jetzt dabei und setzen noch einmal Elektroball ein. Okay, Melek ist verwirrt und setzt trotzdem Elektroball ein. Ja, das ist meine Melek. Gewissheit. Autsch, das hat weh. Ruckzuckhieb? Ne, haben wir nicht. Funkensprung. Komm, bitte, bitte. Brüller? Warte mal, da kommt ja ein anderes Pokémon jetzt in den Kampf. Ja, von mir aus. Wieso eigentlich auch nicht? Okay, Darky ist im Kampf. Darky, setz Aeros ein. Ja, es müsste dann so drauf gehen. Perfekt. Scheiße gelaufen, Kumpel, ne? Gut, Melek bekommt ein bisschen. Und Melek erreicht Level 27. Und der Rest, ja, der bekommt auch ein bisschen. Kamerupt ist das nächste Pokémon. Tombi. Tombi geht jetzt einmal in den Kampf rein, weil ich gucken will, was Tombi so drauf hat. Also, ob es Tombi überhaupt schaffen kann. Natürlich, es ist die Weiterentwicklung von dem Pokémon. Aber ich glaube irgendwie, wir sind schneller, oder? Erdkräfte. Ja, das Ding ist schneller. Scheiße. Das war aber eigentlich klar, dass One-Hit drauf geht. Ist jetzt auch nicht so ein großes Wunder. Okay, Silver, du gehst rein. 30%, 72, weiß ich. Das kann hinhauen, oder? 30% wären 18 KP. Ne, warte mal. Von 70 KP sind
30, also es wären 21. Ja, müsste klappen. Laubklinge, komm. Der Notdünger wirkt jetzt gerade. Oh, je. Scheiße, Silver ist auch besiegt. Fuck. Okay, Darky, in den Kampf mit dir. Ich hätte aber ernsthaft gedacht, dass es mit Laubklinge One-Hit drauf geht, wegen Notdünger. Scheint aber nicht der Fall gewesen zu sein. Scheiße. Egal, Kamarupt ist jetzt auch besiegt. Und als nächstes kommt Golbat in den Kampf. Ne, da wechsle ich gerne das Pokémon. Melek, rein mit dir. Und dann eine schöne, fette Elektroball-Attacke auf dieses Viech. Das kriegst du One-Hit. Das kriegst du definitiv One-Hit, ja. So. Ins Gesicht, beziehungsweise in den Mund da rein. Oh Gott, in den Mund. Ja, Matt, werd pervers. Was? Das Ding ist nicht draufgegangen? What? Nee. Scheiße. Matt, komm, nochmal Elektroball. Komm schon, Melek, komm schon, Melek, bitte, tu mir jetzt das nicht an, du wirst das schaffen, Sternschauer. Ich sehe überall Sterne. Komm, Melek, Elektroball. Elektroball, perfekt! So, das haben wir jetzt auch geschafft. Und damit, wer ist das jetzt auch? Hier. Der EP-Teiler gibt denen wieder ein paar Erfahrungspunkte. Gut! Oh, nicht schlecht. Du bist nicht einen Millimeter zurückgewichen. Ja, du aber gerade, ne? Kumpel. Warte mal, wie lange nehme ich jetzt schon auf? Hm. 9 Minuten. Alter, wieso lacht der so hässlich? Wow, was ist das? Nein, ich kann mir das nicht ansehen. Nein. Oh, du hast es also geschafft, mich, den großen Markt zurückzuschlagen. Du amüsierst mich. So sei es. Dann wird es wohl Zeit, dass meine Pokémon und ich die wahre Macht der Mega-Entwicklung entfesseln, auf dass der letzte fahle Hoffnungsschimmer jammervoll vor deinen Augen verglimmt. Ups, scheiße, meine Freundin ruft an. Fuck. Ja, ich bin's. Was? Nein! Ich hab nichts mit einer Jüngerin. Am Pyroberg. Ja, okay, verstanden, bin schon unterwegs. Ich bitte dich um Verzeihung, doch mir ist kurzfristig etwas dazwischen gekommen. Also dann, ich empfehle mich. Ach, den Meteoriten kannst du übrigens gerne haben. Verfahre damit, wie es dir beliebt. Okay, dankeschön. Und dann... Ja, Gesicht gut einprägen, pipapo. Adios, Kumpel. Das war's. Und jetzt müsste Adrian kommen, ne? Es ist außer diesem Rotzlöffel keiner mehr hier. Dann hat sich dieser elende Feigling Mark also schon aus dem Staub gemacht. Wenn ihm der Meteorit, auf den er so heiß war, plötzlich völlig Schnuppe ist, heißt das dann, dass... Sag bloß, er hat den echten Edelstein in die Finger gekriegt. Dieser Kerl treibt mich noch in den Wahnsinn. Immer muss er mir einen Schritt voraus sein. Jo, ist kacke gelaufen, ne? So, ich würde sagen, Bad Lavastadt. Josh. Da gehen wir jetzt hin. Mit dem Fahrrad. Warte mal, da muss ich doch irgendwie jetzt hinkommen, ne? Genau so war das. Das ist eine TM, die hier war. Einäschern. Ah, okay. Ja, doch. Die Attacke sagt mir doch was. Ich dachte kurz, hey, was ist das denn? So, kann man hier irgendwo seine Pokémon heilen? Wäre ganz gut. Ich weiß aber nicht, wo man das kann. Bestimmt kann man das irgendwo. Oder auch nicht. Ja, scheint nicht so. Was ist mit dir? Ja, die halt unseren Pokémon. Ja, das ist aber eigentlich auch klar, dass irgendwie hinter jeder Ecke irgendwas ist, wo man seine Pokémon heilen kann. Ich finde aber dadurch geht so ein bisschen dieses... Boah, scheiße, ich gehe fast drauf, Gefühl weg. Also dieser Frust, der sich so ein bisschen breit macht, der geht dann so ein bisschen weg. Finde ich jetzt. So, was machen wir jetzt? Warte mal, das Geräusch kenne ich gar nicht. Komm schon. Ja, hier. Zurück. Ich will wissen, was das jetzt für ein Pokémon war. Ist das ein Kamau? Das ist ja schon wieder woanders.
Oh shit, warte mal. Ein wildes Pokémon. Okay, was bist du für ein Pokémon? Pokémon, Mang Mang. Come on, schon wieder. Nee, brauche ich nicht. So, Melek, du gehst rein und dann ganz, ganz schnell flüchten. Bitte. So. Hier gibt es, glaube ich, aber auch nicht sonderlich viele andere Pokémon. Ey, nein, wie hat er mich jetzt gesehen? Der Steilpass rauf auf den Schlotberg. So steil, so zerklüftet. Da lacht das Berg. Was labert der Typ da? What the fuck? Tja, dein Leben, Alter. Ich glaube, der war viel zu lange alleine hier, ne? Maurizio. Ich glaube, du brauchst eine Freundin. Ja, definitiv. So. Hier haben wir Georock, ein Pokémon, das viermal so schnell bekrapschen kann. Beziehungsweise zweimal so schnell. Und ich würde sagen, Pokémon und dann Silver, rein mit dir. Also ich glaube, eine Laubklinge-Attacke würde das Viech... Nein, es besitzt Robustheit, hundertprozentig. Also würde es keine Robustheit besitzen, dann weiß ich auch nicht. Dampfwalze. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Nicht sehr effektiv, aber Initiative sinkt. Ist ja nicht so schlimm bei so einem Stein. Rockzockieb. Warte, Gewalnro wird sich wahrscheinlich erst in der fünften Arena weiterentwickeln. Sage ich jetzt einfach mal so. Ja. So, Kampf. Silver Megasauger. Perfekt. Ja, vierfach Schwäche plus Step. Ist eigentlich klar, dass das Ding drauf geht. Gut, Georock hätten wir damit besiegt und Silver bekommt ein paar Erfahrungspunkte. Melek auch. Melek erreicht Level 28, versucht Ladevorgang zu erlernen, wobei, nee, lassen wir. Definitiv. Und Darky erreicht Level 31. Maurizio, du bist besiegt. Ich hab verloren. Ich brauche eine Freundin. So. Nehmen wir mal die Mitte. Ja, die goldene Mitte war das Richtige. Das war die richtige Entscheidung. Und dann nochmal runter. Nee, gegen die will ich jetzt definitiv nicht kämpfen. Nee, lass mal. Wo muss ich jetzt bitte hin? Nee, da kann ich jetzt nicht hin. Ist es möglich? Nee, ist es nicht. Schade. Wieso muss die mich sehen? Hier kann man nicht einfach mal so hinaufklettern. Für ein Picknick ist das auch eher ungeeignet. Das kann ich dir aufs Wort glauben, Picknickerin. So, Gwendolin. Ach du Scheiße, was ist das denn bitte? Haben dich deine Eltern nicht gemocht? Jetzt nichts gegen die Leute, die Gwendolin heißen. Ich bezweifle, dass irgendjemand so einen Namen hat. Ich habe das bisher nur in irgendwelchen Märchen gehört. Ey, das gibt's doch nicht. Wie kann man... Oh, nein, das hatten wir schon. Das ist Game Freak, ne? Wieso eigentlich auch nicht? Wir hatten hier schon einen kleinen Jungen, der hieß Richard und jetzt Gwendolin. Ja, wieso eigentlich auch nicht? So, Aeros, komm! Und das Ding ist besiegt, perfekt. So, Darky bekommt ein bisschen, Melek bekommt auch ein bisschen und Tommy erreicht Level 21. So, Wablu ist das nächste Pokémon. Ne, da kann ich eigentlich genauso gut wieder Aeros einsetzen. So, Aeros, komm! Kanon? Warte mal, was war das gerade für ein Effekt? Ey, das kenne ich gar nicht. Leute, falls ihr das kennt, dann schreibt es mal unten in die Kommentare, weil ich gerade... Ich kenne das gerade echt nicht. Schade eigentlich. So, Darky bekommt ein paar Erfahrungspunkte und Silver erreicht Level 31. So, Gwendolin ist besiegt. Ach, Menno. So, dann gucken wir mal. Jetzt können wir eigentlich direkt runter, ne? Tatsache. Gut, Route 112, beziehungsweise jetzt der Bat-Lava-Stadt. Gut, jetzt kann ich endlich mit diesen alten Frauen und alten Omis da chillen in 3D. So, hier bitte meine Pokémon und dann... Ich sollte mir ein paar Pokémon zulegen, die nach Abonnenten nennen. Ich werde es definitiv aber in der Nuzlocke machen, also... Das ist schon mal klar, warte mal. Gehen jetzt mal kurz zum weiblichen Becken. Das ist ja abgetrennt anscheinend, wie süß. Jetzt bin ich ganz alleine. Ich will auch keine Freunde. Wir können aber theoretisch auch ins Männliche. Also ich frage mich jetzt gerade ernsthaft, ob irgendjemand was sagen würde. Bad Girl. Das ist echt cool. Aber ich frage mich, wo die alten Omis sind. Die sind gar nicht mehr hier. Warte mal, gibst du uns irgendwas? Nö. Der gibt uns nichts.
Okay, warte mal, die gibt uns noch... Nee, die gibt uns auch nichts. Das war die hier. Irgendjemand hier gab uns ein Isso. Komm, kannst du mir geben. Kannst du mir geben? Kannst du mir geben. Yes. Ich hab drei bekommen. Ich brauch noch ein zweites. Ja, ja, heißen Quellen. Pipapo, pipapo, pipapo. Gibst du uns irgendwas? Nö, die reden alle von ihren alten Tagen, glaube ich. Entschuldigt für den kleinen Cut, Leute. Ich hatte gerade eben ein paar technische Probleme und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal weiter. Als ob nichts gewesen ist. Und ja, wir fallen und... What the fuck? Was passiert jetzt? Können wir da runter? Ja, wir können da runter. Ist anscheinend Wasser. Und... Wir fliegen! Wir fliegen! Und nein, wir fliegen nicht. Doch, wir fliegen. Scheiße. Anscheinend ist das hier falsch. Upsala. Boom. Okay, das war anscheinend das Falsche. Ich glaube, das war dann das hier. Ich glaube, das war das Richtige, ja. Guck mal, wo ist eigentlich die Arena-Leiterin? Muss doch hier irgendwo sein. So, Pokémon. Erstmal gucken wir mal, was wir nach vorne hauen. Ich würde sagen, Melek oder Darky. Wobei ich mir da auch noch nicht ganz sicher bin. Tombi wäre eigentlich... Ne, wisst ihr was? Wir werden jetzt Tombi ein bisschen trainieren, weil Tombi ist ein Boden-Pokémon. Und was können Boden-Pokémon? Genau. Sie machen den Feuer-Pokémon das Leben schwer. Glaube ich zumindest. So, Hitzkopf Hendrik. Oh, geiler Name. Besitzt ein Kamaup, auf Level. Ein verschlafenes Kamaup auf Level. Ich habe keine Ahnung, was für ein Level. Level 23. Es ist also wahrscheinlich schneller als wir. Flammensturm. Aber anscheinend ist es dümmer als wir. Naja, egal. Komm, Tommy, setz Intensität ein. Level 10. Aha. Jetzt bekommst du eins in die Fresse, ja. So, Kamaup wurde besiegt und wie viele Erfahrungspunkte bekommt Tommy jetzt? Wenig. Sehr wenig. So, Schneckmark ist das nächste. Na, setz mir direkt wieder Intensität ein. Ist kein Ding, ey, ohne Spaß. Ich finde diese komischen Kugeln, die an dem Mund von Schneckmark hängen, so voll irgendwie ekelhaft. So ein bisschen. So, Antikraft, scheiße. Okay, die Death geht eigentlich klar. Nochmal Intensität und das Ding ist besiegt. Und es ist besiegt. Halleluja. Gut, damit hätten wir jetzt auch Schneckmark besiegt. Und Tommy bekommt ein bisschen, der Rest bekommt auch ein bisschen. Und Hendrik ist besiegt. Mir ist der ganze Schweiß in die Augen gelaufen. Boah, ich kenne das, ne? Boah, wenn ich Sport mache oder so, ne? Oder beim Boxen oder so. Ey, ne, das geht gar nicht. Das ist so ekelhaft. So, Mitte oder außen? Ich weiß es nicht. Aber was wir machen, ist kurz mal den Supertrank benutzen. Genau. Gut. Scheiße, den habe ich gar nicht gesehen. Ich habe schon zu lange heiß gebadet. Lass uns endlich kämpfen. Oh, ist bestimmt geil, ne? So eine Sauna ist ja, glaube ich, gesund. Bin mir da nicht sicher. Tello. Wir sitzen Smogon und ja, wir haben jetzt Dings drin, ne? Das ist ein Fehler. Wir haben Kamaup drin. Egal, wisst ihr, was wir machen? Wir machen das anders. Wir machen Funkenflug und dann müsste das Ding das Weite suchen, ne? Wie zieht das ab? Kaum was. Schlammbad. Ah, das tut weh in meine Augen. Und es ist vergiftet. Scheiße. Okay, Tombi, was machst du jetzt? Tombi, was machst du? Funkenflug oder... Ne, Intensität bringt nichts. Funkenflug. Ich habe ja sonst auch nicht wirklich was Effektives gegenüber Gift-Pokémon. Das kann was werden, ey. Und mein Pokémon geht drauf. Funken. Nee. Beute. KPAP. Und, nee, wir machen das ganz anders. Pokémon wechseln. Melek geht rein und dann wird dieses Smogon endgültig draufgehen, ja. Josh! Oh Gott, ey, ich habe die ganze Zeit irgendwie voll Schiss, dass das Mikrofon übersteuert, ne? Weil ich habe jetzt die letzten Aufnahmen gar nicht getestet, ob es übersteuert und deswegen bin ich jetzt ein bisschen leiser als vorher. Merkt man vielleicht auch und ja, ich habe mega Schiss irgendwie davor. Wäre schon ein bisschen scheiße, wenn es übersteuern würde. So, Melek bekommt ein bisschen, Tommy bekommt auch ein bisschen, der Rest bekommt was und der Ninja-Junge ist besiegt. Gut, das hätten wir damit auch geschafft und ich würde sagen, wir nehmen wieder das Äußerste. Und warte mal, Beute, genau.
Beutel, Supertrank einsetzen und dann müssen wir doch irgendwo ein Gegengift bestimmt haben. Zwei Hyperheiler, Paraheiler, Ether, AP+. Nee, scheint nicht so. Komm, wir nehmen einfach. Aber doch nicht aufs Ei, ey. Was soll ein Ei mit sowas? So, Tommy bekommt das und dann würde ich sagen, hallo, hallo. Hauptsache, ich will wirklich gegen den Camp. Lass mich jetzt verarschen. Aber ich dachte schon, ne? Ist es sein Ernst? Ich versuche hier Stress abzubauen. Was fällt dir also ein, mich so zu stören? Bitte? Bitte, ist es jetzt sein Ernst? Jetzt kommt Hagen. Alter, was sind das für Namen, bitte? So, Schneckmark. A.k.a. Die heiße Brühe. Die scharfe Brühe. So, Tombi, setz Intensität ein. Wie viel zieht das ab? Wie viel? Es zieht über die Hälfte ab. Gut. Einäschern. Oh, Hitzkopf. So, Intensität und dann müsste das Ding auch besiegt sein. Hoffentlich. Josh. Gut, das Ding ist jetzt auch besiegt. Und Tommy erreicht Level 22. Was ein Wunder. Die KP geht anscheinend ziemlich hoch. Und für... Okay, Flammensturm. Krass, hätte ich jetzt nicht gedacht. Warte mal, Flammensturm. Jo, das geht weg. Adios, Funkenfloger und hallo, Flammensturm. So, dank des EB-Teilers bekommt der Rest auch was. Und damit ist der Hitzkopf auch besiegt. Gut, die nächste müsste die Trainerin dort sein. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt eine Falle ist oder... Ja, komm, scheiß drauf. Also gut, ich werde dir den Gefallen tun und gegen dich antreten. Oh, wie nett von dir, ja? Oh, Chantal, Medite. Oh Gott, Medite. Bitte nicht, ey. Medite, ich mag das Ding nicht. Es ist... Ich mag es einfach nicht. Ende. So, Tommy, setz Flammensturm ein. Komm schon. Komm schon. Das hat gar nichts abgezogen. Egal, dann machen wir das anders. Tommy zurück. Ducky in den Kampf. Boah, ich habe gerade eben Cola getrunken. Ey, die war ein bisschen kalt. Jetzt tut mir mein Hals weh. Feuerschlag, ist es dein Ernst? Oh, oh, das lässt sich Ducky nicht gefallen. Nein, oh nein. So. Bam, bam, und das Ding ist weg. Eine Lasche hier und da und das Ding ist weg. So, Tombi und der Rest bekommt auch ein bisschen und Chantal ist besiegt. Wie stark bist du denn? Ja, ich will der Allerbeste sein, wie keiner von mir war. So, ist es das letzte jetzt hier? Ich weiß es gar nicht. Ist hier noch ein Trainer? Da hängt noch ein Trainer, warte mal. Ich habe jetzt einfach, ich glaube, wir sind hier aber richtig. Ist jetzt dein Ernst? Ey, das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Jetzt. Nee, warte mal, jetzt müssen wir woanders rauskommen. Scheiße. Warte mal, gegen den Typen haben wir doch schon gekämpft. Ah, jetzt in die Mitte wahrscheinlich, ne? Scheiße, der hat mich gesehen. So erschöpft, wie du aussiehst, willst du doch sicher ein Weilchen im heißen Wasser hier ausruhen, oder? Aber du solltest wissen, dass es für einen Trainer sehr wichtig ist, sowas auch mal hinten anstellen zu können. Was? Was laberst du, Alter? Ich will nur kämpfen. Das ist mein Ernst. Komm schon, come up. Okay, Intensität, dann geht das Ding drauf. Okay, Tombi setzt Scheiße. Ich hab jetzt aus Versehen Flammensturm eingesetzt. Scheiße. Mann, mein Pokémon ist kaputt gegangen. Okay, Ducky. Ducky geht rein und dann Aeroas, ja. Wir versuchen das mit Aeroas. So, Aeroas, komm! Was? Ist nicht ganz drauf gegangen? Warte, war das jetzt gerade eben Hitzekoller? Das sah richtig geil aus. Das sah richtig geil aus. So, ruckzuck, komm auf, bis besiegt. Perfekt. So,
was kommt jetzt? Starkey bekommt ein bisschen, der Rest bekommt auch ein bisschen und Hartmann ist besiegt. Ja, Hartmann, scheiße gelaufen, ne? Gut, also, wird Zeit für den letzten Kampf. Der findet wo statt? Genau, bei Flavia. Und Flavia ist einer meiner Lieblings-Arena-Leiterin, neben Wiebke. Die sieht einfach scharf aus. So, Supertrank, genau. Uno, und dann, warte mal, ich hab noch Tränke, ich hab noch Tränke. So, und dann, so. Ich kann theoretisch auch den Belever einsetzen. Wäre das schlau? Machen wir jetzt einfach mal. Und dann einmal Supertrank. Fragt sich jetzt nur, was packe ich als erstes in den Kampf? Kamaup oder Darky? Also Tombi oder Darky? Nee, Darky geht nach vorne. Darky, Tausch. Und dann kämpfen wir gegen Flavia. Puh, los geht's. Dramatische Kameraführung. Mhm. Sehr dramatisch. Wie cool die erstmal so wegguckt. Hallöchen! Ah, ich meine natürlich. Da bist du ja endlich. Ich dachte schon, du Winzling schaffst es nie hierher. Meine bescheidene Aufgabe besteht darin. Ich meine natürlich, mein Name ist Flavia. Ergehen dir gefälligst. Ich bin die Arena-Leiterin, kapiert? Ich rate dir, mich nicht zu unterschätzen, nur weil ich noch nicht so lange Arena-Leiterin bin. Ich habe nämlich das Talent meines Großvaters geerbt. Dürfte ich dir, ich meine natürlich, jetzt zeige ich dir die heißen Attacken, die wir in dieser Gegend entwickelt und verfeinert haben. Jawohl! Feuer frei! Oh Gott, das ist voll schlimm, so hoch zu reden, ey. Also was heißt hoch? Das war ja jetzt nicht gerade hoch, aber ihr wisst, was ich meine. So, Flavia, gegen dich kämpfen wir jetzt und sie besitzt einen Schneckmark. Schneckmark ist das erste Pokémon von drei Stück und Darky ist jetzt als erstes im Kampf. Darky, setz Aeroass ein. Wie sieht das? One-Hit. Ey, das ist doch mal geil. Okay, Darky brennt jetzt zwar gerade. This Darky is on fire. Und ich würde sagen, die Verbrennung schadet Darky. Genau, Kurtel ist das nächste Pokémon. Kurtel besitzt wahrscheinlich irgendwas, was ihm Dings macht, was seine Death verstärkt. Deswegen müssen wir es so schnell wie möglich besiegen. Melek, du gehst rein und wirst das für mich jetzt erledigen. Mit Elektroball, genau. Hoffen wir mal, dass es funktioniert. Okay, Melek, Elektroball. Das Ding ist ziemlich langsam. Und da die Differenz der Initiative bei Elektroball wirkt... Och du Scheiße, was ist das denn? Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so schnell... Ja, Melek ist halt einfach Beste. So, Melek, beenden wir es. Funkensprung. Und die setzt Hypertrank ein, Scheiße. Egal, schaffen wir trotzdem. Komm schon, Funkensprung. Das Ding ist paralysiert. Perfekt. Und dann Elektroball. Das ist paralysiert, heißt, es hat noch weniger Initiative. Ja, also das ist noch langsamer und deswegen hat Elektroball jetzt dem Ding den Rest gegeben. Gut, Melek erreicht Level 29. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus von den Werten. Darky Level 32 und als nächstes kommt Kamaup in den Kampf. Silver oder Darky? Komm, Darky, du beendest das Ganze. Du hast angefangen, du beendest das jetzt auch, ne? Ja. So, Schwalboss setzt Flügelschlag. Nee, Aeroass, klar. So, Flügelschlag. Aeroass, komm. Perfekt. Die war jetzt nicht sonderlich schwer, ne? Naja, egal. Gut, Flavia, du bist besiegt. Uff, ich darf mich beim Kämpfen nicht so verkrampfen. Flavia sieht göttlich aus. Ich glaube, ich habe etwas übertrieben. Ich bin ja noch nicht lange Arena-Leiterin. Ich habe zu sehr versucht, jemand zu sein, der ich gar nicht bin. Ich muss die Dinge auf meine eigene Art angehen, sonst verwirre ich nur meine Pokémon. Danke, dass du mich das gelehrt hast. Dafür hast du dir das hier verdient. Den Feuerorden. Yes. Ich habe ihn endlich.
So, Hitzehorn. Mit dem Hitzehorn gehorchen dir alle Pokémon bis Level 50. Auch die, die du per Tausch erhalten hast. Ab sofort kannst du außerdem die VM-Attacke-Stärke auch außerhalb eines Kampfes einsetzen. So, hier ist noch ein Zeichen meiner Anerkennung. Nimm es ruhig. Hitzekoller, ja, das können wir einem Pokémon eventuell beibringen. Ja. So, war's das? Das war's, glaube ich. Geht das jetzt hier auf irgendwie? Nö. Schade eigentlich. Ah, okay. Hätten wir auch so machen können. Naja, egal. So, jetzt ab die Post raus. Ich muss nach Blütenburg City und dann will ich den Part beenden. Das war so klar, dass der wieder kommt, ne? Lucy, dir geht es also gut. Dann bin ich ja beruhigt. Seit dem Zwischenfall mit Team... schieß mich tot, habe ich mich gefragt, ob du deine Reise planmäßig fortsetzen konntest. Weißt du, wie soll ich sagen, ich habe mir ein bisschen Sorgen um dich gemacht. Oh, wie süß. Trotzdem bekommst du mich nicht ab. Was? Du hast danach nochmal gekämpft gegen diese Leute. Und du hast gewonnen? Du bist wirklich eine Klasse für dich, Lucy. Ich habe großen Respekt vor dir und deinem Team. Dieser funkelnde Stein, den du da hast, ist also der Meteorit, den du von ihnen zurückgeholt hast. Ach ja, das hier wollte ich dir schon vor einer Weile geben. Wüstenglas, yay. So, mit diesem Wüstenglas solltest du die Wüste auf Route 111 problemlos durchqueren können. Da gibt's bestimmt ein paar Pokémon, denen man außerhalb der Wüste nicht begegnet. Verlockend, was? Du hast ja den Arena-Orden von Bad Lava statt. Dann hast du also sogar Flavia besiegt, Lucy. Dein hartes Training hat sich offenbar bezahlt. Dann ist dein nächstes Reiseziel bestimmt die Arena deines Vaters, Norman, in Blütenburg City. Wie sieht's aus? Wollen wir zusammen nach Blütenburg City gehen? Sollen wir nicht? Wir können theoretisch das Fossil jetzt holen. Oder wir warten ab. Nee, wir gehen direkt nach Blütenburg City mit dem. Ich find's aber... Also, diese Dings da, dass wir mit dem gehen und so weiter, finde ich ganz gut. Ja. So, da wären wir. Das ist die Arena von Blütenburg City. Ich drück dir beide Daumen für den Arena-Kampf, Lucy. Ich will, dass du gewinnst. Also dann, mach's gut. Adios, amigo. Adios. So, Leute, ich würde sagen, das war's jetzt mit diesem Part von Pokémon Omega. Ich kann das eher nicht rollen. Scheiße, funktioniert nicht. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Falls euch der Part gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch, schreibt einen Kommentar. Ihr wisst das ganze Prozedere. Und wir sehen uns das nächste Mal dann wieder bei Norm, beziehungsweise bei dem Vater unserer Protagonisten. Bis dahin, haut rein und ciao. Euer Matt.